Hallo ihr da draußen, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Das hier ist das 8. Türchen meines diesjährigen Buchleben Adventskalenders. Und falls ihr noch nicht wisst, was das ist, dieser Adventskalender beinhaltet 24 kurze, wirklich ganz, ganz kurze Rezensionen, Reviews zu 24 Büchern, die ich 2019 gelesen habe. Und das 8. Buch in diesem Adventskalender ist Was zu dir gehört von Garth Greenwood. Ein kurzer Roman über einen Amerikaner, der in der Hauptstadt Bulgariens, Sofia, lebt. Einen jungen Mann auf einer öffentlichen Toilette trifft ihn, für Sex bezahlt und für Nähe bezahlt, das ist viel wichtiger, und ihm auch immer weiter Geschenke macht, damit dieser ihm nah bleibt. Und ja, dann eben die Höhen und Tiefen dieser Beziehung der beiden Männer. Hinten drauf steht ein Roman über sexuelle Abhängigkeit, über die Macht von Scham und Sehnsucht. Das mit sexueller Abhängigkeit würde ich nicht so ganz unterstreichen. Also es geht in deren Beziehung zwar auch viel um Sex, aber es geht vor allem halt eben um körperliche und persönliche Nähe, nicht auf einer sexuellen Ebene. Aber das muss natürlich aufreißerisch hinten drauf klingen. Über die Macht von Scham und Sehnsucht, das auf jeden Fall. Ein sympathischer Hauptcharakter fehlt so ein bisschen. Ich konnte mich mit dem Amerikaner nicht so wirklich identifizieren, aber ich glaube, das ist auch irgendwie gewollt. Weil er ist sympathisch, aber er ist jetzt niemand, wo man sagt, ach, ich möchte genauso sein. Aber so Bücher muss es natürlich auch geben. Eine schöne Geschichte in Bulgarien fand ich ein sehr interessantes Setting für dieses Buch. Ich weiß auch nicht, warum. Der Autor kommt aus Amerika. Keine Ahnung, wieso er sich jetzt ausgerechnet in Bulgarien ausgesucht hat. Aber es war auf jeden Fall passend und mal was Neues. Dieses Buch kostet 22 Euro und das erwähne ich nur eben, weil ich nicht finde, dass dieses Buch 22 Euro wert ist. Ich habe es geschenkt bekommen, weil ich es mir gewünscht hatte und ich hatte da irgendwie nicht auf den Preis geguckt. Und es ist sehr kurz, es hat nicht mal 400 Seiten, ich glaube nicht mal 350, nicht mal 300 Seiten. Und dafür 22 Euro ist schon ein bisschen habe ich. Ich meine, gut, es ist ein Hardcover, es ist super edel und super schick aufgemacht und mit einem tollen Foto, bla bla bla. Aber für 22 Euro, da erwarte ich dann schon eher ein dickeres Buch. Klar, ein Buch, die Qualität eines Buches bestimmt sich nicht daraus, wie dick ein Buch ist, aber es wird nun mal immer so gehandhabt. Also je dicker ein Buch, desto teurer wird es irgendwie auch. Und ich finde, dieses Buch ist nicht 22 Euro wert. Auch nicht, weil es nicht so dick ist, sondern auch von der Geschichte her. Ich finde, es ist keine 22 Euro Geschichte. Aber das bewertet dann vermutlich jeder unterschiedlich. Also an sich ist es ein schönes Buch, gerade über diese homosexuelle Sehnsucht, weil man sich ja doch einsam fühlt, wenn man vielleicht auch in einem Land ist, wo man halt sich nicht auskennt und vielleicht auch nicht überall so geoutet ist und so weiter und so fort. Ein sehr einsamer Mann. Kein Buch, was man lesen sollte, wenn man in irgendwie einer depressiven Phase oder so ist. Dafür ist das nicht geeignet, das zieht einen dann eher noch irgendwie mehr runter. Und wenn man einsam ist und darunter leidet, dann sollte man das Buch auch nicht lesen, denn dann wird man auch noch weiter runtergezogen, würde ich jetzt mal so vermuten und da mal einfach so in den Raum stellen. An sich ein tolles Buch, ein wirklich schönes Buch, wirklich ein tolles Cover. Es bekommt von mir 2,5 bis 3 irgendwas dazwischen Kerzen auf meinem Bewertungs-Adventskranz. Und das war's auch schon für heute und ich sag bis morgen.